Vor einem Börsencrash bei DAX und Dow müssen Anleger erst einmal keine Angst haben. Die US-Notenbank Fed macht weiter mit ihrer ultra lockeren Geldpolitik. Das heißt, sie wird weiterhin 120 Milliarden Dollar in Anleihen und Papiere stecken. Und das wird so schnell auch nicht eingestellt. Ja, die Schuldenuhr, die tickt immer lauter. Die Geldbudgetrettungsnummer muss weitergehen. Erstens, wir sind ja weltweit überschuldet. Die Welt verträgt keine klaren Zinserhöhungen mehr. Dann haben wir zweitens das Problem, gerade der EZB, im Euroraum, wir müssen ja Europa zusammenhalten. Wie macht man das? Mit Geldgeschenken, die von der EZB finanziert werden. Niemand soll hier von der europäischen Fahne gehen. Und dann haben wir drittens das große Thema, natürlich grüner Umbau der Volkswirtschaften, Digitalisierung, Infrastruktur. Das geht nicht ohne das Zutun auch einer lockeren Geldpolitik. Man kann das gar nicht mehr stemmen. Von daher muss sich keiner Sorgen machen hier am Aktienmarkt oder weltweit, dass ein großes Thema, das Megathema schlechthin, die Liquiditätsposte austrocknet. Unser Thema jetzt, die Deutsche Bank. Ist der einstige Primus aus der Asche nachhaltig auferstanden? Das Investmentbanking, das boomt jedenfalls. Und wir schauen gleich auf die Top-Empfehlungen, heute unter anderem Moderna. Das ist Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading. Über 900 Millionen Euro Gewinn stehen in den Büchern der Deutschen Bank fürs erste Quartal. Das ist so gut wie seit 7 Jahren nicht mehr. Ist das nachhaltig oder geht man doch sehr hohe Risiken ein? Das ist nachhaltig. Man hat ja in der Vergangenheit sehr viele riskante Bereiche geschlossen. Das heißt, dieser Gewinn steht dann auch sehr stabil da. Natürlich darf man auch sagen, dass natürlich die gute Laune an den Aktienmärkten, an den Finanzmärkten weltweit hier zu diesem stimulierenden Ergebnis geführt haben. Und dann wissen wir natürlich nie, was die Zukunft bringt. Aber man kann sagen, dieses Ergebnis ist mit deutlich weniger Risiko erwirtschaftet worden, als wir das früher vielleicht auch von einem Herrn Ackermann gewohnt waren. Die Sparte Privatkundengeschäft ist nicht verloren, aber natürlich hart umkämpft. Viele buhlen ja darum. Eigentlich jede Bank, jede Sparkasse, die wir in Deutschland haben, möchte ja Privatkunden an sich binden. Natürlich gibt es da auch die kleinen, sag ich mal, Schnellboote wie N26, Sie haben es ja erwähnt, aber die Großen haben natürlich auch sicherlich sehr viel Masse auch hinten dran. Also Kreditgeschäft, das Vermögensverwaltungsgeschäft, die ganzen Dienstleistungen, die kann man sicherlich auch anbieten. Die muss man natürlich in einer attraktiven Form und Weise anbieten, zu günstigen Konditionen. Webinare statt Seminare, wenn ihr euer Börsenwissen bequem von zu Hause, dem Homeoffice oder doch dem Büro verbessern und vertiefen wollt, dann schaut auf die kostenlosen Webinare der Trading House Börsenakademie. Die nächsten Termine am 24. Mai. In diesem Webinar mit André Stagge bekommst du einfache Handelsstrategien vom Börsenprofi. Dazu gibt es den SMS-Signale Börsenbrief für 6 Monate kostenlos dazu. Und am 27. Mai Handelsstrategien und deren Umsetzung, die besten Strategien für Einsteiger. Meldet euch am besten jetzt kostenlos an und sichert euch euren Platz unter trading-haus.de. Der Umbau bei der Deutschen Bank ist in vollem Gange. Wir Kunden sehen das, weil viele Filialen dicht gemacht werden, aber auch hinter den Kulissen wird sehr viel umstrukturiert. Ist CEO Christian Sewing auf dem richtigen Kurs? Herr Sewing ist der Erste, der jetzt wirklich mal angepackt hat und das Schlachtschiff Deutsche Bank wieder kernsaniert hat, in die richtige Spur gebracht hat. Das war ja auch sehr nötig. Natürlich bleibt da viel zu tun, weil ja alle Banken jetzt versuchen, natürlich aus dem Kummer der letzten Jahre mit Finanzkrise, mit Altlasten, Kreditbereich, natürlich nach vorne zu kommen. Wir haben auch gerade in Deutschland, Europa eine Overbanked-Situation. Es gibt vielleicht zu viele Banken. Da wird es auch noch sicherlich eine gewisse Flurbereinigung geben. Aber die Kostensenkungen laufen. Man muss nach vorne schauen. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich noch mehr vielleicht europäisch verbindet. Es ist ja immer wieder ein Gerücht, dass die Deutsche Bank fusioniert, also ein Merger under Equals, also dass man gleich auf gleiche Augenhöhe zusammenkommt, um damit auch
wie die Bereiche, die man nicht so drauf hat, wie andere auch zusammenzuführen. Da wird ja immer eine Schweizer Adresse genannt, nicht UBS, sondern Credit Suisse, gerüchteweise, dass man da vielleicht früher oder später zusammenkommt. Da würde man sich durchaus im Vermögensverwaltungsbereich sehr schön ergänzen und Schweizer Bankenqualität mit der deutschen Robustheit einer deutschen Bank, das hätte ja vielleicht auch etwas. Aber Größenvorteile, die muss man erreichen, damit man auch gegen die großen Schlachtschiffe weltweit aus Amerika und neuerdings auch aus Asien mitstinken kann. Das wird die Stoßrichtung sein. Aber zunächst mal muss man die eigene Hausaufgabe natürlich weitgehend erfüllt haben. Da ist man auf einem sehr guten Weg und dann kann man dann das große Thema Fusion anschneiden. Schaut man auf den Aktienkurs der Deutschen Bank, lag die Aktie 2007 einmal über 90 Euro. Jetzt hält sie sich gerade so stabil über der 10-Euro-Marke. Hat die Aktie Potenzial? Ja, das sehe ich. Der Zahnarzt musste lange bohren, aber jetzt kann man es vielleicht so ausdrücken, jetzt sind die Probleme im Zahnraum, die werden mehr und mehr beseitigt. Das heißt, man kann wieder kraftvoll zubeißen, ohne dass die Zähne locker sind, um bei dieser Metapher zu bleiben. Und jetzt muss man eben den Schritt nach vorne machen und sagen, wo können wir jetzt auf der Kostenseite innovativ sein? Wir können im Vermögensverwaltungsbereich, auch mit die Tochter DWS, noch mehr punkten. Das ist sehr wichtig. Und es ist auch wichtig, dass man auch dem Publikum den Kunden zeigt, wir haben das jetzt im Griff, es läuft in die richtige Richtung. Ist ja nicht so, dass man jetzt alles hier, dass man keine Vision mehr hätte, dass alles stockdunkel ist. Es tut sich ja etwas. Und da werden ja viele auch sagen, ich schaue mir die Deutsche Bank gerne nochmal als Kunde an, was die zu bieten hat. Weil der Wettbewerb ist wichtig, aber wir sehen ja auch die Mobilität der Kunden einmal dort bei dem Institut oder bei dem, das ist ja schon durchaus vorhanden. Man hat ja das nach Corona-Hoch von 11,25 jetzt nach oben durchbrochen. Jetzt müsste die 13-Euro-Marke schlagen, wenn da noch mehr Weg nach oben frei. Und natürlich, das ist natürlich auch für viele reizvoll, die sagen, ich kaufe gerne Aktien, die noch relativ tief stehen. Da könnte die Deutsche Bank sicherlich auch noch punkten. Ja, und auch jetzt bei den Top-Aktien-Empfehlungen schauen wir zuerst charttechnisch auf die Deutsche Bank. Und da muss man sagen, hat die Aktie in dieser Woche auch den DAX ordentlich Auftrieb gegeben. Langfristig gesehen, wenn man auf den Kursverlauf schaut, dreht sich der Tanker Deutsche Bank auch langsam. Die Analysten sehen deswegen auch eine Longchance. Unter technischen Aspekten können weitere Zugewinne in den Bereich von 12 Euro und darüber auf 13,09 Euro abgeleitet werden, sofern der zuletzt bestätigte Boden zwischen 9,63 und 10 Euro nicht wieder nachhaltig auf der Unterseite bärisch gekreuzt wird. Für ein Investment mit den genannten Zielen sollte jedoch merklich mehr Zeit eingeplant werden. Seit Dezember 2020 konsolidiert die Aktie von Moderna und verdaut damit den enormen schnellen Anstieg von 20 auf 178 US-Dollar. Doch derartige Kursmuster sollten eigentlich abwärts gerichtet sein. In diesem Szenario ist das Gegenteil der Fall und lässt auf eine äußerst bullische Konsolidierung schließen. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen auch hier eine Longchance. Zunächst einmal könnte Moderna weiter in den Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung um 197,46 Dollar zulegen. Sollte sich die Aktie jedoch darüber hinwegsetzen können, würde eine Rallye-Beschleunigung mit Zielen bei 241,22 sehr wahrscheinlich werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading.